Hiermit eröffne ich die erste Pressekonferenz des Bundesverbands Blockchain, der sich gestern gegründet hat, und gebe das Wort direkt an unseren ersten Vorsitzenden, Florian Glatz. Bitte schön. Vielen Dank, Markus. Ja, gestern hat sich im Jakob-Kaiser-Haus des Bundestages bei seiner ersten Sitzung der Bundesverband Blockchain gegründet. Der Bundesverband wird getragen von 33 Gründungsmitgliedern, Unternehmen aus Deutschland, die schon seit Jahren sich mit der Blockchain-Technologie und deren Potenzialen für Unternehmen, aber auch gesellschaftliche Weiterentwicklung beschäftigen. Der Vorstand besteht aus mir, Joachim Lohkamp und Friederike Ernst. Und dem Verband steht auch ein politischer Beirat bei, der uns dabei helfen soll, die politischen Besonderheiten von so einem Verband zu navigieren. Und der politische Beirat ist überparteilich organisiert. Wir haben Vertreter aus allen im Parlament vertretenen Parteien sowie der FDP. Die Mitglieder des politischen Beirats sind Thomas Jatzombek von der CDU, Jens Zimmermann von der SPD, Petra Sitte von der Linken und Dieter Jatschenek von den Grünen und Manuel Höferlin von der FDP. Genau, Markus Ewald, der hier gerade die Sitzung eröffnet hat, ist der Vorsitzende des politischen Beirats und er ist Bundesvorsitzender des Jungen Wirtschaftsrats. Ja, was ist das Ziel dieses Verbands? Blockchain-Technologie ist eine Technologie, die wirklich, es ist eine Netzwerktechnologie und hat deswegen dann insbesondere einen großen Nutzen für alle, wenn viele Teil dieses Netzwerks sind. Und wir vom Bundesverband glauben, dass Deutschland bei dieser Technologie die Chance hat, wieder eine führende Rolle in der digitalen Welt spielen zu können. Deutschland war, was die letzten digitalen Revolutionen, die durch das Internet hervorgebracht wurden, hat Deutschland eher verschlafen. Und wir glauben, dass jetzt eine Chance ist, für Deutschland wieder vorne mit dabei zu spielen. Und damit das passieren kann, ist es absolut unabdinglich, dass wir eine Gesetzeslage in Deutschland haben, die die Rahmenbedingungen dafür schafft. Und da geht es zum einen darum, Rechtssicherheit zu schaffen. Die Blockchain ist ein völlig neues Paradigma dahingehend, wie IT-Infrastruktur organisiert wird, wie IT-Infrastruktur betrieben werden kann. Im Zentrum, beziehungsweise es gibt kein Zentrum bei dieser Technologie, es gibt keinen zentralen Betreiber. Und es ist gesetzlich bisher schwer abzubilden oder zu subsumieren unter bestehende Gesetze, wie diese Technologie tatsächlich rechtlich einzuordnen ist. Und wir fordern deshalb die Schaffung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, um Blockchain mainstreamfähig zu machen in Deutschland. Und andererseits fordern wir, dass auch im öffentlich-rechtlichen Bereich, im Bereich der öffentlichen Verwaltung, die Blockchain untersucht wird als möglicherweise, und wir sind davon überzeugt, als nützliche und unterstützende Infrastruktur, um auch die Verwaltung zu digitalisieren, effizienter zu machen und letztlich näher an den Bürger zu rücken. Genau. Wir haben einen Forderungskatalog gestern erarbeitet und der Verband hat einstimmig darüber abgestimmt, den zu erlassen. Und wie schon gesagt, ist eine der Kernforderungen die Schaffung von innovationsfreundlicher Rechtssicherheit im zivilrechtlichen, steuerlichen und regulatorischen Bereich. Andererseits, wie gesagt, die Nutzung der Blockchain-Technologie im öffentlich-rechtlichen Bereich. Eine der Kernforderungen ist hier, dass wir erproben, die Blockchain-Technologie bis 2020 in einem ganz bestimmten Bereich, zum Beispiel bei der Digitalisierung eines öffentlichen Registers, zu benutzen. Es könnte zum Beispiel das Grundbuch sein, es könnte ein anderes öffentlich geführtes Register sein. Und wir fordern, dass hier ein Pilotprojekt gestartet wird, das bis 2020 Deutschland und eben auf staatlicher Seite den Akteuren dort ermöglicht zu verstehen, wie funktioniert so ein Register. Und wie kann man das über Blockchain abbilden und welche Effizienzen ergeben sich daraus? Das ist die eine Seite. Die andere Seite, was die öffentliche Verwaltung angeht, ist die Frage der digitalen Identität.
Facebook hat vorgestern gepostet, dass es jetzt 2 Milliarden Nutzer gibt auf der Plattform. Und es steht zu befürchten, dass, wenn wir so weitermachen, die digitale Identität einem amerikanischen Unternehmen gehört. Und wir glauben, dass Blockchain hier, wenn man es frühzeitig die richtigen Rahmenbedingungen setzt, eine Alternative sein könnte. Und Blockchain ist eine dezentrale Technologie. Die Daten, die darauf gespeichert sind, gehören keinem Einzelnen. Genauso wenig, wie wir glauben, dass die Identität eines Menschen einem einzelnen Unternehmen gehören sollte. Und wir sehen hier eine Chance. Gerade ist eine neue EU-Verordnung, die eIDAS-Verordnung, wird umgesetzt, gerade in allen europäischen Ländern. Und die regelt unter anderem Identitätsmanagementdienste im Internet. Und wir glauben, dass hier jetzt in diesem Moment und vor allen Dingen in der nächsten Legislaturperiode die Rahmenbedingungen dafür gesetzt werden können, dass Blockchain-basierte Identitätsdienste eine echte Chance auf rechtliche Anerkennung und gesellschaftliche Anerkennung haben. Außerdem glauben wir, dass es alle möglichen Schnittstellen, die zur digitalen Datenbereitstellung in Zukunft geben wird, wo Marktteilnehmer diverse Daten elektronisch bereithalten müssen für andere Marktteilnehmer, dass diese so ausgestaltet werden sollten, dass es auch auf Blockchain-Basis erfolgen kann. Außerdem glauben wir, dass oder wir fordern, dass in Wissenschaft und Ausbildung investiert werden muss im Bereich Blockchain. Die Blockchain ist eine komplexe Technologie. Sie repräsentiert ein neues Paradigma, wie IT-Infrastruktur aussehen und betrieben werden kann. Und die Lernkurve ist steil, das sieht man überall. Und auch in der Politik, wo wir hinkommen wollen mit unseren Forderungen, ist erstmal relativ wenig Wissen vorhanden. Und wir glauben, dass die ganze Bevölkerung letztlich nur von Blockchain profitieren kann, wenn ein gewisses Wissensniveau da ist. Und das soll durch strategische Investitionen in den Bereich Wissenschaften und Ausbildung gefördert werden. Wir sehen heute schon die digitale Wirtschaft im Allgemeinen, aber gerade auch dieser junge Blockchain-Space kreiert schon Tausende von neuen Arbeitsplätzen weltweit. Es gibt, da steht viel Geld zur Verfügung von Seiten von Kapitalgebern. Es gibt einen großen Bedarf von Wirtschaftsunternehmen zu verstehen, wie diese Technologie funktioniert. Und wir müssen auf der Ausbildungsebene in den Universitäten müssen wir anfangen, die Leute auszubilden, dass sie auch diese Profile erfüllen, die Unternehmen suchen. Und zuletzt, das ist unsere vierte Kernforderung, die wir gestern erarbeitet haben, fordern wir eine Enquete-Kommission zum Thema Blockchain. Blockchain verspricht eben eine neue Gesellschaftsordnung möglich zu machen, die direkter ist, die mehr Partizipation verspricht für jeden einzelnen Bürger in Deutschland und die aber auch völlig neue Geschäftsmodelle ermöglicht. Und gerade durch den Schwerpunkt auf Dezentralisierung und Disintermediation aber auch vieles durcheinander bringen wird erstmal. Die Blockchain wird wirklich ein totales Neudenken erfordern von vielen Unternehmen und Behörden auch in Deutschland. Und wir glauben, dass eine Enquete-Kommission eingesetzt werden muss, die untersucht, wie sehen die Folgen einer digitalen Zukunft aus, in der Blockchain eingesetzt wird und wie können wir jetzt die richtigen Weichen stellen, damit das eine positive Zukunft wird für uns alle. Genau. Markus, willst du noch was zum Beirat sagen? Gerne. Der Verband hat einen politischen Beirat aus einem ganz bestimmten Grund. Wir glauben, dass es hier um eine überparteiliche Initiative gehen muss. Eine Initiative, in der alle Parteien unabhängig von ihrer Einstellung und Ideologie wissen, dass die Blockchain-Technologie eine Basistechnologie ist, die man nutzen kann, um Deutschland nach vorne zu bringen. Ich persönlich, und das habe ich auch den ganzen Politikern immer gesagt, ich persönlich glaube, dass wir jetzt an einem Punkt stehen, wo wir in Deutschland die Zukunft des Internets mitgestalten können. Das haben wir die letzten beiden Male verpasst. Jetzt könnten wir das.
Wenn wir über ein Internet der Verträge sprechen, also über ein Internet 3.0, und wir uns angucken, was wir in Deutschland können, nämlich Verträge und Verwaltung, da sind wir wirklich gut drin. Wenn wir also dieses neue Internet mitprägen können, mit dem jahrhundertealten Fachwissen, das wir haben, kann es uns gelingen, dass wir in der nächsten Welle, in der Internet 3.0 Welle, tatsächlich mit unseren Werten auch die Welt mitgestalten. Und das muss auch der Anspruch sein, den die Politik hat, die deutsche Politik, die europäische Politik und dann eben die globale Politik. Und dazu ist notwendig, dass man einen Anfang macht. Den haben wir gemacht gestern. Wir haben also den Kommunikationskanal in die Politik eröffnet. Wir haben aus jeder Partei den oder die Top-Digitalpolitiker mit dabei, die also bei den Verhandlungen, wenn es um die nächste Regierungsbildung geht, maßgeblich den Digitalisierungsteil gestalten werden. Alle haben uns zugesagt, dass sie sehr gerne, sehr aktiv mit uns zusammenarbeiten wollen, weil alle verstanden haben, dass wir an einer Zeitenwende stehen und dass wir jetzt die Chance haben, wenn wir sie ergreifen, dass wir in Deutschland tatsächlich die innovativste Gesetzgebung hinsichtlich Blockchain ins Leben rufen können. Und insofern freue ich mich sehr darauf, mit dem Vorstand zusammenzuarbeiten, um als Bindeglied zwischen der Community, der Blockchain-Community und der politischen Community zu dienen. Denn die meisten Politiker sind Generalisten, sie sind angewiesen auf Fachinformation und Fachkenntnis. Und ich glaube, dass wir mit diesem Verband ein schönes Instrument gebaut haben, das das ermöglicht. Falls es Fragen gibt, würde ich sagen, dass man jetzt Fragen stellen kann. Was meinst du? Ja. Ja. Genau, also es gilt für den Vorstand genauso wie für alle anderen Mitglieder, dass wir seit vielen Jahren uns mit dem Thema Blockchain auseinandersetzen in vielerlei Form. Und gerade der Vorstand zeichnet sich dadurch aus, dass wir schon seit längerer Zeit Kontakte in die Politik gepflegt haben. Man wurde immer wieder eingeladen in das Bundeskanzleramt, in den Bundestag, in andere politische Institutionen, wo wir gespürt haben, da ist ein reges Interesse. Und wir glauben, dass es jetzt ein einheitliches Sprachrohr dieser Blockchain-Community braucht, um sicherzustellen, dass die Regulierung dieser Technologie, die jetzt in der nächsten Legislaturperiode in der einen oder anderen Form auf jeden Fall erfolgen wird, dass es in einer Art und Weise passiert, die innovationsfreundlich und förderlich ist für Deutschlands Rolle in der digitalen Welt, die kommt. Die 33 Unternehmen, die diesen Verband mitgegründet haben, und wir gehen davon aus, dass der Verband weiter wachsen wird in den nächsten Monaten, sind alle gegründet von Unternehmern aus Deutschland, die sich alle auch dadurch auszeichnen, dass sie sehr gut international vernetzt sind. Die Blockchain-Community in Deutschland ist, kann man kaum abgrenzen von der weltweiten Blockchain-Community. Da steht ein reger Austausch nach Asien, nach Amerika, nach Afrika. Eigentlich in alle Bereiche der Welt ist diese Community vernetzt und man arbeitet gemeinsam daran, eine Zukunft zu schaffen, in der globaler Austausch von Werten, von Verträgen, von wirklich allem, was dieses Internet 3.0 verspricht, grenzenlos möglich ist mit möglichst niedrigen Barrieren. Und zu meinem persönlichen Hintergrund, ich bin Rechtsanwalt und andererseits auch schon seit vielen Jahren im Softwarebereich tätig. Bin selber, habe viele Jahre als Softwareentwickler gearbeitet und ich habe die letzten Jahre sehr viel Zeit damit verbracht, durch die Republik zu fahren und Unternehmen und Politikern zu erklären, was das Potenzial dieser Technologie ist. Und weil ich ein Standbein habe, einerseits in diesem rechtlichen Gebilde, andererseits in der Technologie, halte ich es für meine Aufgabe, hier letztlich als Schnittstelle zu agieren, als Übersetzer zwischen diesen beiden Welten. Joachim, vielleicht willst du was zu dir sagen? Ja, gerne. Mein Name ist Joachim Lohkamp und ich diene hier dem Bundesverband als Schatzmeister und freue mich sehr auf diese Aufgabe. Zu meinem Hintergrund, wir haben ein Unternehmen, das eben Blockchain-Technologie verwendet, um digitale Identitäten abzubilden. Aber darüber hinaus bin ich auch schon seit einigen Jahren
sehr aktiv das Wissen über die Technologie und deren Möglichkeiten in die Welt hinauszutragen. Und insbesondere durch WeShare, das ist eine Community aus der Sharing und Collaborative Economy, also da geht es darum, dass man eher Zugang zu Dingen hat, anstatt dass man sie unbedingt besitzen muss, wie zum Beispiel Carsharing und so weiter. Aber auch internationale Konferenzen wie das Decentralized Web Summit vergangenes Jahr in San Francisco. Und wie gesagt, also die Community ist weltweit vernetzt. Und mir liegt es sehr daran, dass wir das gemeinsam vorantreiben, vor allen Dingen auch, dass die Fehler, vielleicht Fehler, die wir heute bei unserem Internet und den Lösungen sehen, sich nicht wiederholen. Und da bedarf es einfach Transparenz. Und ja, das ist für mich ein Hauptmotivationsfaktor, hier beizutragen. Und ja, das ist von meiner Seite. Friederike? Ich bin Friederike Ernst. Ich bin auch von der technischen Seite. Ich bin eigentlich gelernte Physikerin. Ich bin der COO von Gnosis. Das ist eine Prediction Market Plattform, also eine Plattform für Vorhersagemärkte. Und ich bin als Generalsekretärin bin ich gewählt worden. Was mich dazu antreibt, mich in diesem Rahmen zu beteiligen, ist, dass es unheimlich viel Know-how gibt in Deutschland. Es gibt total viele Leute, die tolle Ideen haben, die tolle Unternehmen haben, die super Sachen machen, und die leiden unheimlich darunter, dass es für viele Fragen keine guten Antworten gibt. Und auch wenn man vollkommen willens ist, alles richtig zu machen, kann man das quasi nicht leisten, weil einem niemand sagen kann, was der richtige Weg rechtlich und steuerlich und regulatorisch gesehen eigentlich ist. Und weil das für uns eine sehr dringende Angelegenheit ist, bin ich voll dabei und hoffe, dass wir da einen Rahmen finden, in dem wir das gestalten können. Wie schreibt sich das Unternehmen? Gnosis. 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 Die Prognosis ohne Pro, ne? Genau. Ihr Unternehmen ist Yolocom. Yolocom. Vielleicht noch ein paar Worte zu mir. Ich habe was ganz anderes. Ich bin Geschäftsführer eines Unternehmens für Krisenkommunikation. Das heißt also, wir betreiben strategische Kommunikation und Enttäuschungsmanagement, wenn man so möchte. Und bin als Bundesvorsitzender des Jungen Wirtschaftsrats im November gewählt worden, also ein Verband von jungen Unternehmern. Und in dieser Funktion habe ich im Frühjahr diesen Jahres auch für den Jungen Wirtschaftsrat eine Positionierung zum Thema Blockchain gemacht. Und darüber sind wir alle ins Gespräch gekommen miteinander und haben uns dann überlegt, wie man das am besten gestalten kann, dass wir, und da drängte die Zeit, im nächsten Koalitionsvertrag tatsächlich was zu Blockchain stehen haben. Denn wenn es nicht im Koalitionsvertrag steht, wird es nicht gemacht. Und nochmal 4 Jahre warten, hätten wir nicht vertragen. Insofern haben wir dann uns alle zusammengesetzt und beschlossen, dass wir jetzt sehr schnell handlungsfähig werden müssen, damit wir tatsächlich Deutschland fit aufstellen können. Also wir haben jetzt 33 Gründungsmitglieder, aber die Zahl der Startups, die was mit Blockchain machen, dürfte im dreistelligen Bereich liegen. Und aufgrund des Investoreninteresses, das wir hier gerade sehen, dürfte die Zahl noch massiv steigen. Und das Tolle an der Blockchain ist, es ist eben eine Art Basisinfrastruktur, die da ist. Ich muss nicht Geld dafür ausgeben, wie wenn ich jetzt bei Amazon oder Google mir ein Serverpaket kaufe, das mich monatlich kostet, sondern es ist eine Art universelle Infrastruktur wie das Internet, die einfach erstmal da ist. Und man kann, eigentlich kann jedes Startup in irgendeiner Form von der Blockchain profitieren. Wenn es jetzt darum geht, die Buchhaltung zu automatisieren oder irgendwelche Daten besonders gesichert abzulegen. Es gibt sehr viele Komponenten, wo die Blockchain eingreifen kann, und wir gehen davon aus, dass in der Zukunft so gut wie jedes Unternehmen irgendeinen Bezug zu der Blockchain haben wird. Das sind alle im Bundestag vertretenen Fraktionen und die FDP. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, welches digitalpolitische Profil die AfD gerade hat. Sobald sie im Bundestag sind und dann wahrscheinlich auch an die entsprechenden Ausschüsse Politiker entsenden, kommen wir sicherlich irgendwie ins Gespräch. Wir sind überparteilich.
grundsätzlich. Und ich glaube, es steht einem überparteilichen Verband nicht zu, über Parteien zu urteilen. Also definitiv Kooperation. Wir glauben, dass wir eigentlich alle ein gemeinsames Ziel anstreben. Und wir waren mit dem Bitcoin-Verband in Kontakt und dort ist die Situation leider so, dass da relativ wenig passiert zurzeit. Und andererseits, wie Sie selber gesagt haben, Bitcoin ist eigentlich nur eine Anwendung auf der Blockchain. Das ist aber erst klar geworden, einige Jahre nachdem Bitcoin in der Welt war, so wie auch dieser Verband. Und wir glauben, dass es diesen Blockchain-Verband braucht, der seinen Fokus nicht so sehr auf Kryptowährungen richtet, wie der Bitcoin-Verband, sondern wirklich auf das grundlegende Potenzial der Technologie. Zum Beispiel eben gerade auch die Förderung der Technologie im Bereich der öffentlichen Verwaltung. Das hat gar nichts mit Kryptowährungen zu tun, sondern da geht es wirklich darum, die Verwaltungsprozesse effizienter zu strukturieren und letztlich günstiger in Betrieb zu machen, andererseits aber auch näher an den Bürger zu bringen durch digitale Schnittstellen und so weiter. Also was die konkreten rechtlichen Rahmenbedingungen betrifft, wo wir fordern, dass da was gemacht wird, da sind wir jetzt dabei, Fachausschüsse zu bilden innerhalb des Verbands, die ganz konkrete politische Handlungsschritte definieren, die wir dann bis September haben wollen, um damit in die Koalitionsverhandlungen mit reinzugehen. Nicht, dass wir da am Tisch säßen, aber wir hoffen, dass wir da Kanäle finden, dass dort unsere Papiere auf dem Tisch landen. Es stimmt natürlich, dass Bitcoin heute die größte Blockchain ist, aber es gibt die zweitgrößte Blockchain, das ist die Ethereum-Blockchain. Da sieht man schon, die ist einige Jahre nach Bitcoin konzipiert worden und die legt den Schwerpunkt schon viel weniger auf Kryptowährungen als vielmehr auf die Idee einer allgemeinen Basisinfrastruktur, auf der Daten sicher hinterlegt werden können und Verträge sicher ausgeführt werden können. Und daraus weiterhin entstanden ist, ist die Idee von Blockchains, die komplett ohne Kryptowährungen funktionieren. Und die basieren dann auf privaten Betreiberkonsortien, die ohne Kryptowährung eine Infrastruktur, die wie eine Blockchain funktioniert, betreiben. Man nennt das eine private Blockchain im allgemeinen Bereich. Und es gibt auch mittlerweile IT-Dienstleister wie IBM, die sich darauf spezialisiert haben, solche Blockchains zur Verfügung zu stellen. Und es ist durchaus denkbar, da haben wir im Verband aber auch noch keine einhellige Meinung beschlossen, deswegen kann ich da nichts Konkretes zu sagen, aber es ist durchaus denkbar, dass möglicherweise diverse Verwaltungsprozesse, die man auf eine Blockchain bringen will, möglicherweise nicht auf einer öffentlichen Blockchain wie Bitcoin oder Ethereum passieren, sondern auf einer Blockchain, die so ein Protokoll nutzt, aber wo ein privates Betreiberkonsortium dahinter steckt, möglicherweise diverse Behörden, die solche in ihren Rechenzentren dann diese Nodes ausführen, die dann diese Blockchain erstellen. Da muss man, genau sowas sollte man in so einem Pilotprojekt eigentlich rausfinden. Man sieht europäische Nachbarländer, die haben damit schon angefangen. Es gibt in England, in Schweden, in Italien, in Estland gibt es Pilotprojekte im Bereich Digitalisierung des Grundbuchs, Digitalisierung der Identität. Und die benutzen dezentrale Technologien wie Blockchain, um sowas zu testen gerade. Und die haben dankbarerweise auch ziemlich viel Materialien veröffentlicht. Zum Beispiel gerade das schwedische Beispiel hat eine mehrere hundert Seiten umfassende Dokumentation veröffentlicht, was sie alles beachtet haben, was die Fallstricke waren. Und also Deutschland hat ja immer noch die Möglichkeit, hier eine führende Rolle einzunehmen, aber hat gleichzeitig die komfortable Position, sich auch daran orientieren zu können, was andere Nachbarländer schon gemacht haben. Genau, also ganz grundsätzlich sehen wir die Regulierung oder Schaffung von Rahmenbedingungen für dieses Phänomen von ICOs, also Blockchain-basierten Crowdfunding-Kampagnen, nenne ich das mal, subsumieren wir grundsätzlich unter diese Forderung von Schaffung von innovationsfreundlicher Rechtssicherheit. Wir wissen, dass heute schon diverse Unternehmen, die mit Anwaltskanzleien zusammenarbeiten, im Kontakt sind mit den entsprechenden Behörden, also der BaFin und der Bundesbank vor allem, die hier erstmal primär zuständig sind für solche Fragen,
auf dieser Ebene wird schon versucht, einen Rahmen zu definieren. Wir glauben aber, dass mittelfristig hier auf gesetzgeberischer Ebene eine Regelung notwendig ist. Grundsätzlich glauben wir, dass ICOs, losgelöst von dieser Blase, die sich gerade darum gebildet hat, anders kann man es ja nicht nennen, dass die durchaus ein sehr spannendes Instrument darstellen, um Open-Source-Software und die Entwicklung von dezentralen Protokollen zu finanzieren. Wir glauben, dass das eine grundlegende Innovation ist. Andererseits glauben wir, dass hier auch Regelungen notwendig sind, die den Schutz der Investoren und den Schutz der Verbraucher garantieren. Gerade ist es so, dass da wirklich völlig im rechtlichen Graubereich agiert wird. Und das funktioniert deshalb, weil jemand, der nicht technisch sehr, sehr versiert ist, auch gar nicht mitmachen kann. Also es ist jetzt nicht wie irgendwie andere Investment-Schemes, wo man versucht, unwissende Verbraucher im Grunde abzuzocken. Das ist im Grunde die Blockchain-Community, die Kern-Community, die da dieses große Investment-Spiel spielt. Wir glauben aber, dass die Vorzüge von dieser Art von Finanzierung letztlich auch in eine breitere Masse getragen werden können, wenn man denn die richtigen Rahmenbedingungen dafür schafft. Und es gibt ganz viele Unternehmen in Deutschland, die jetzt sich so eine ICO angucken und sagen, das würde ich sehr gerne machen, und die dann zu einem Anwalt gehen. Und wenn sie das Glück haben, überhaupt einen Anwalt zu finden, der versteht, was das ist, kriegen die häufig den Rechtsrat in Deutschland schwierig. So. Und dann ziehen diese Unternehmen in Jurisdiktionen wie Gibraltar oder die Schweiz oder auch Estland sind im Gespräch. Und wir glauben, dass die eigentlich nicht abwandern müssten aus Deutschland. Wir glauben, dass man auch hier in Deutschland dafür einen Rechtsrahmen schaffen kann, der einerseits den Verbrauchern Investorenschutz ermöglicht, andererseits den Unternehmen diese tolle neue Möglichkeit eröffnet, der Protokollfinanzierung. Mhm. Also der Gründungsgedanke des Verbandes, wenn man sich die Satzung anschaut, die dürfte, glaube ich, auf der Homepage stehen ab morgen oder heute. Mhm. Wenn man sich die Satzung anschaut, wir wollen tatsächlich mit der Politik eng zusammenarbeiten. Das ist der Hauptzweck. Was aber nicht heißt, dass wir uns nicht koordinieren mit sehr vielen anderen fantastischen Initiativen, die wir in Deutschland ja schon sehen, wie zum Beispiel dem Blockchain Hub hier in Berlin, der von Sherman betrieben wird. Kann also sein, dass wir im Laufe unserer politischen Arbeit feststellen, dass es notwendig ist, in der Politik mit Ausbildungsvereinbarungen nach vorne zu gehen und dann natürlich die Kontakte in die Szene schließen, um das zu ermöglichen. Im Augenblick allerdings ist es ein Verband, der hauptsächlich dafür da ist, Kompetenz aufzubauen, die die Politik nutzen kann, um die besseren Entscheidungen zu treffen. Soweit ich weiß, ist eins unserer Gründungsmitglieder auch Mitglied in genau dieser Arbeitsgruppe des Bitkom. Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, die beschäftigt sich hauptsächlich mit Finance-Anwendungen. Das ist auch wichtig und gut. Also wir wollen nicht das ersetzen, was schon da ist, sondern es geht hier tatsächlich eigentlich um den übernächsten Schritt. Also wenn wir uns mal eine Vision vorstellen, wie kann eine Welt aussehen, dann sehe ich persönlich zwei Fixpunkte. Auf der einen Seite haben wir Datenbanken und jeder Deal, den man macht, jedes Geschäft, das man macht, ist eine Veränderung in irgendeiner Datenbank. Auf der anderen Seite haben wir Identitäten, die auch mit der Blockchain abgebildet werden können. Wenn wir es schaffen, dass es gesetzlich möglich ist, dass beides, Datenbanken, sowohl staatliche als auch öffentliche, als aber auch private Datenbanken, dass die mit der Blockchain rechtssicher abgebildet werden können. Auf der anderen Seite, dass Identitäten rechtssicher mit der Blockchain abgebildet werden können, kann man dazwischen allerlei Vertragsbeziehungen gestalten, ob das dann Smart Contracts sind oder auf Papier, die eben aber auch mit der Blockchain und mit verschiedenen Startups darstellbar sind. Das ist das Ziel, das ist sozusagen, wenn Sie unsere Positionspunkte angucken, der Punkt 2 vor allem, der genau diese Punkte betrifft. Und das hat nichts mit Finance zu tun, im eigentlichen Sinne, sondern kümmert sich um ein ganz anderes, weiter in der Zukunft liegendes, aber auch deshalb sehr viel relevanteres Themengebiet. Und wir wollten jetzt nicht andere Verbände überzeugen, dass sie was anderes machen müssen, als sie machen müssen, sondern wir wollten eben genau die gesamte Blockchain-Community, und es gibt Überschneidungen personeller Natur, auch in anderen Verbänden, aber die gesamte Blockchain-Community für diesen einen Zweck zusammenkriegen und als eine Stimme sprechen. Ja. Ohne dass es jetzt ganz konkrete Forderungen im Augenblick sind, ja. Aber das ist im Wesentlichen die Vision. Zur Einordnung. Ja. Mhm.
Sie sehen übrigens Fotos von der Gründung gestern, die war im Bundestag. Da sehen Sie Herrn Janicek zum Beispiel und die Frau Domscheit-Berg. Das heißt, wir hatten auch einige Politiker schon bei der Gründungsveranstaltung mit dabei, mit denen wir diskutiert haben. Die Fotos, wenn Sie sie nutzen wollen, sind alle schon auf der Homepage und können benutzt und runtergeladen werden. Also aus der Sicht der Politik, jetzt rede ich mal als politischer Beirat und danach gerne von der technischen Seite, aus der Sicht der Politik gibt es zwei Fehler, die immer wieder gemacht werden. Der eine Fehler ist, dass man mit falschen Analogien reguliert, also dass man beispielsweise einen YouTube-Kanal als Rundfunkanstalt beschreibt. Und das würde mit der Blockchain auch passieren. Das ist sicherlich eine Interpretationsfrage bei ICOs schon. Oder was ist jetzt ein Token? Ist das jetzt eine Währung? Ist das ein Anteilsschein? Und da mit diesen Analogieschubfächern geraten wir schnell in eine falsche oder Überregulierung. Das heißt, also das ist eine Aufgabe, die wir verhindern müssen. Zweitens besteht die Gefahr, besonders in Deutschland, und das ist die Gefahr, die die Amerikaner genau auch sehen, dass man reguliert, bevor man verstanden hat, was es ist. Das nenne ich mal Pregulation, Prägulierung sozusagen auf Deutsch. Und wie selbst die Szene weiß nicht genau, wohin das jetzt alles führt. Also selbst die könnte sich nicht selber perfekt regulieren. Insofern ist die Grundhaltung hands-off schon eine richtige. Aber die ist nicht zu verwechseln, hands-off, mit wir brauchen trotzdem Rechtssicherheit. Also wenn man definiert, dass wir irgendeine bestimmte Sache zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht regeln, müssen wir dennoch irgendwas definieren, was dafür sorgt, dass man nicht im Graubereich tätig ist, sondern Rechtssicherheit hat für bestimmte Aktivitäten. Und da die Mitte zu finden, also wie viel Hands-off ist gut und wie viel Hands-off wird dann schon wieder schädlich, wenn jetzt zum Beispiel Deutschland beschließt, überhaupt nichts zu regeln, dann gehen eben alle nach Gibraltar, weil wir nichts geregelt haben. Insofern ist das sozusagen die Mitte. Und die Amerikaner sind auch eine andere Kultur, eine andere Gesellschaft. Insofern ist das für die Mitte, wo sie finden, immer ein bisschen anders, als wo wir sie in Deutschland finden und brauchen. Aber das ist im Prinzip die politische Grundhaltung. Ja, man muss sehen, dass die Blockchain ist im Grunde eine Technologie, die Selbstverwaltung gerade fördert, weil sie eben es ermöglicht, verbindliche Regeln zu setzen, so vom Bottom-up. Ich brauche keinen Leviathan, der oben steht und sicherstellt, dass Regeln eingehalten werden, sondern das kann die Technologie aus sich selbst heraus. Insofern wollen wir natürlich das Potenzial der Technologie zur Selbstverwaltung natürlich fördern. Und das gebietet einen gewissen Hands-off-Approach. Aber was wir gerade in Amerika sehen zum Beispiel, sind mittlerweile über 8 Bundesstaaten, die auf bundesstaatlicher Ebene eine Definition von Blockchain und eine Definition von Smart Contracts und letztlich dem Beweiswert dieser elektronischen Daten schon gesetzlich verankert haben, um es gerade Startups zu ermöglichen, Dienste anzubieten, wo die Blockchain als Register, in dem man verbindlich Daten hinterlegen kann, benutzt wird. Und ich glaube, dass so eine Grundlagenregulierung auf jeden Fall förderlich wäre in Deutschland. Gut. Dann freue ich mich auch über unseren letzten Gast und beende die Pressekonferenz an dieser Stelle. Falls jemand noch Fotos machen möchte oder irgendein bewegtes Bild aufnehmen kann oder will, besteht jetzt die Gelegenheit dazu, vor allem im Hintergrund der Wahl. Ansonsten freue ich mich, dass Sie hier waren. Ich glaube, wir hören in Zukunft öfters voneinander und wünsche euch allen einen guten Tag.